Hallo und willkommen zu deinem ersten Differ Home Workout. Mit Differ Home wollen wir Training in deine eigenen vier Wände bringen. Und zwar mit Bewegungen mit deinem eigenen Körpergewicht oder Gegenständen aus dem Alltag. Wir beginnen heute mit dem ersten Workout. Bei mir sind Thomas und Susan. Jedes Workout, was wir vorstellen, wird in zwei Variationen daherkommen. Eine RX-Version, machst du schon länger Sport, bist du mit den Übungen vertraut, dann ist das die richtige Version für dich. Diese Übungen werden demonstriert von Thomas. Und eine modifizierte bzw. skalierte Version für den Anfänger im Sport. Die Version wird präsentiert von Susan. Ich, Yves, bin heute als Coach für dich dabei. Für unser folgendes Workout brauchst du nur eine Bank, dein Körpergewicht und ungefähr 2x2 Meter Freiraum. Solltest du noch nicht das ganze Equipment vor Ort haben, pausiere das Video, schnapp dir dein Equipment und starte einfach wieder, wenn du alles hast. Okay, großartig. Wir haben heute folgendes Workout und zwar einen 10 Minuten M-Rep, bedeutet so viele Runden wie möglich in 10 Minuten. Von drei Übungen. Übung Nummer 1 sind 10 Wiederholungen, ein Viertel Squats. Folgendermaßen aus. Machst eine volle Kniebeuge, kommst ein Viertel des Weges hoch, gehst wieder runter und stehst auf. Die zweite Übung sind 10 Bench Dips. Dafür brauchst du deine Bank oder Stuhl. Setz dich auf die Bank, Füße nach vorn und dips an der Bank. Und die letzte Übung sind 20 Toe Touches auf der Bank oder auf dem Stuhl. Ein Fuß nach oben und immer im Wechsel die Bank berühren. Das sind 20 Wiederholungen insgesamt. Das ist unser Workout für heute. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch das Warm-up, machen einen Prep für das Workout und starten dann das Workout alle gemeinsam. Unser Warm-up sind zwei Runden von 10 Sumo Squats, 10 Inchworm plus Liegestütz und 10 Samson Stretch. Die Übungen werden demonstriert von Thomas und Susan, während sie durch das Warm-up gehen. Also Leute, zwei Runden, 10 Sumo Squats, 10 Inchworm plus Push-Up und 10 Samson Lunge. Auf geht's! Have this feeling, haven't felt for so long, took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard, cause you're in my space and now I'm so. Wiederholungen, 10 insgesamt.
eure 10 Steps on Lunges geschafft habt, dann starten wir das Workout nochmal von vorne. Wir machen noch eine weitere Runde. 10 Sumo Squats, 10 Intro, 10 Climbs on Stretch. Los geht's! Inside, 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Sollte eure Mobilität dafür noch nicht ausreichen, stellen wir ein bisschen breiter hin. Füße breit, richtig breit, richtig breit, richtig breit. Desto breiter die Füße sind, desto einfacher ist es auch runterzukommen und die Beine gestreckt zu halten. Vermeidet bitte, dass ihr die Knie beugen müsst. Das war unser Warm-up. Einfach spezifisch, um die Muskeln, die wir jetzt in unserem Workout brauchen, vorzubereiten. Schnappt euch noch einen Schluck Wasser. Wir kommen als nächstes zum What Prep. Im What Prep gehen wir nochmal die einzelnen Übungen des Workouts durch, bevor wir dann das Workout starten, sodass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie fühlt sich eine kleine Runde von dem Workout schon mal an. Okay, unser What Prep ist eine Runde. Wir haben 5 1/1 Squats, 5 Dips auf der Bank und 10 Toe Touches. Zu den Squats. Die Squats machen beide gleich. Jeder macht die 1/1 Variante. Dort gibt es keinen Unterschied zwischen der RX-Version oder der modifizierten Version. Bei den Dips gibt es den Unterschied. Thomas hat rechts neben sich noch eine Scheibe liegen. Er erschwert sich die Dips, indem er sich die Scheibe auf die Knie legt. Das werdet ihr gleich sehen. Und seine Beine etwas mehr streckt. Susa hat keine Scheibe. Sie hat ihre Beine gebeugt. Das ist die leichtere Version für den Dip. Und 20 Toe Touches. Die Toe Touches macht ihr optimalerweise direkt zu der Bank, auf der ihr auch die Dips gemacht habt, beziehungsweise auf deinen Stuhl. Oder, so wie Susa, hat sie noch ein etwas kleineres Target gesucht, um sich die Übung etwas zu vereinfachen. Beide Varianten natürlich völlig okay. Abhängig von deinem aktuellen Fitnesslevel. Wir kommen zu einer Runde. 5 Squats, 5 Dips, 10 Toe Touch. Go! Etwas weiter nach vorne, rauf,
Wenn ihr die Variante mit aufgestellten Füßen macht, wird er leicht 100 Grad Kniebeweger haben und look. Und die Füße bleiben flach am Boden. Thomas hingegen hat die Füße auf dem Backen und die Scheibe an der Hüfte. Und geht schön tief in die Hüfte. Das war unser What Prep. Eine kleine Runde des Workouts vorweg. Jetzt starten wir mit unserem 10 Minuten M-Rap. Wir haben also nochmal 10 Minuten, so viele Runden wie möglich, von folgenden drei Übungen. 10 1/1 Squats, 10 Dips an der Bank oder am Stuhl oder an der Treppe, je nachdem, was dir gerade zur Verfügung steht, und 20 Toe Touches auf das Objekt, auf eine Bank, auf einen Bierkasten, auf die Treppe, was dir gerade zur Verfügung steht. Okay, wir beginnen mit unserem Workout. Ein 10 Sekunden Countdown und dieser startet in 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 und go! 10 1/1 Squats, 10 Dips, 20 Pop-Touches. Okay, I am so good at pretending. Keep on smiling in my tiny bubble. Like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Bruises covering my walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, yeah, yeah. Beispielsweise macht ihr einen Strichliste, nehmt einen Pokerchips, zieht so eure Runden.
below. Now, if you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe, striking the wind up hopes now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never regret the things that we'll do. 'Cause I wanna drive through the summer night. And when we are old and gray, look back at this, the summer night. The summer night, the summer night. Sleeping in the back of a van, roaming in the wilderness. We don't ever need a plan, we'll be alright, just you and I. Singing from the top of a lungs, dancing by the lakeside. Gotta do it while we're young, in a moment it will all be gone. You gotta understand that we get one chance, one chance. Für den Cooldown haben wir noch zwei Stretches vorbereitet. Einmal tief durchatmen, die Hände schon mal zur Seite stellen und dann kommen wir zum Cooldown. Danke. Gut, in der Zeit, wo unsere Beinathleten noch ein bisschen durchatmen, von mir schon mal die beiden Stretches. Wir beginnen mit der Child's Pose. Ihr macht einen langen Ausfallschritt nach hinten. Füße sind zusammen,
auf die Füße setzen, Brust raus, gerade Rücken, ihr legt euch nach vorne und bringt die Stirn zum Boden. In dieser Position bleibst du für 2 Minuten, einfach entspanntes Atmen für 2 Minuten. Wir beginnen in 5, in 3, 2, 1 und los. Schön durchatmen. Achte darauf, durch die Nase tief einzuatmen. Versucht euren Puls wieder runterzubringen. Nase tief ein. Und durch den Mund langsam aus. Tief und kontrollierte. We don't have to do it. The scent of skin is strong enough. Huddle a little bit closer, babe. Let's see if I can warm you up. Oh, babe, snuggle, baby. Legen das vordere Bein vorne ab und ihr schiebt eure Hüfte langsam nach hinten und versucht auch hier wieder den Oberkörper auf den Boden abzulegen, entspannt zu atmen. Hier bleiben wir 45 Sekunden pro Seite. Solltet merken, wie sich euer Puls schon beruhigt hat. Durch das fokussierte Atmen kommt ihr wieder runter. Wechselt bitte das Bein und wir machen das andere Bein noch einmal für 45 Sekunden. Verbringt Zeit in der Pigeon Pose. Hüfte wieder schön nach hinten und für 45 Sekunden Zeit verbringen. Fokussiert euch wieder auf geschafft. Gut.
wieder der gerade Stand, kommt langsam aus dem Stretch raus. Und das war unser erstes Differ at Home Workout. Wir hoffen, auch du vom Bildschirm bist ordentlich ins Schwitzen gekommen und hattest ein schönes Workout. In Zukunft werden wir jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Freitag ein neues Differ at Home Workout für dich bereitstellen. Also abonniere unseren YouTube-Kanal, folge uns und verpasse keinen Workout mehr. Gut, CrossFit Differ verabschiedet sich.